Hallo alle miteinander, Sanna hier wieder mit einem weiteren Unboxing-Video für Wild Hair Kits. Und diesmal gehen wir das Oktober-Kit durch. Ich habe jetzt dieses Video bereits auf Englisch aufgenommen, also habe ich schon einmal alles aufgemacht. Nur jetzt habe ich gedacht, machen wir das jetzt auch auf Deutsch. Und in meinem Versanddokument stand, wir hoffen, dass dein Oktober-Kit magst, ja, das tue ich, und wir wollten eine verlängerte Petite Kit diesmal senden, also haben wir ein paar Cut Apart sowie Inspiration 12x12 Papier beigefügt, wo ich viel herausschneiden kann, und wir haben auch gedacht, du könntest vielleicht so selbstgemachte Embellishments machen mit diesen 2x2 Quadraten. Und das Cut-File ist diesmal nicht dabei, den werde ich dann einfach selbst ausdrucken und für ein Layout verwenden, weil ich habe ja auch das Cameo da zu Hause, also brauche ich es nicht immer versendet, und diesmal war es nicht dabei, ich werde es dann einfach dazu fügen. Okay, fangen wir mal mit dem Kit an. Also das sind die Papiere. Ich habe hauptsächlich Office Hours von Pinkfresh Studio bekommen. Und das hier, dieses Papier, ist so wunderschön. Ich mag die Farben. Ich mag das Design, die kleinen Elemente, die da drauf sind. Die sind so, so, so wunderschön. Ich habe schon viele Layouts gesehen, die mit dieser Seite gestaltet worden sind. Aber das hier ist ganz, ganz toll. Ich liebe dieses Papier. Das ist vom Pinkfresh Studio Office Hours Kollektion. Und das Papier heißt Inspiration. Dann war ein EcoPark Papier von der Kollektion I Am Mom. Und das hier ist einfach blau und gelb. Und die gelbe Seite ist echt, echt wunderschön. So, tolle Farbe für Herbst. Finde ich echt toll. In meinem Jänner Guest Design Team Kit war auch viel von I Am Mom dabei, und ich mochte diese Kollektion sehr. Und das Papier hier ist auch keine Enttäuschung. Wirklich wunderschön. Dann ein weiteres Papier von Office Hours namens Hard Work. Und diese Details hier sind wunderschön. Diesmal mag ich lieber die A-Seite anstatt der Rückseite des Papiers, obwohl die auch wunderschön sind. Aber diese Papiere haben einfach irgendwas ganz Tolles an sich. Und normalerweise scrape ich ja immer die B-Seite, aber diesmal, glaube ich, wird es die A-Seite werden. Das nächste Papier ist von Paige Evans und für Pink Paisley und heißt Truly Grateful. Und da sind ja diese, wie sagt man dazu, Kuckucksuhren. Finde ich ganz, ganz witzig. Passt perfekt zu Office Hours eigentlich vom Thema. Ja, früh aufstehen und so weiter. Das ist die A-Seite und das ist die B-Seite mit so Polkadots. Wunderschöne Farbe, aber ich finde diese Kuckucksuhren einfach so witzig. Da kann man viel rausschneiden, kann man was Tolles damit gestalten. Und last but not least ist auch ein Papier dabei von Pinkfresh Studio. Office Hours Kollektion und das Papier heißt Busy. Ja, sind wir das nicht alle. Rückseite ist eine gepunktete Rosatonpapier in Rosatönen. Und vorne habe ich so Kärtchen in unterschiedlichen Größen. Und ich finde das hier so genial. I live in organized chaos and I'm good with it. Ein weiteres ist ganz toll, Thinking of a Master Plan und A Little Wi-Fi Break, Need More Coffee, ja, stimmt, immer. I am very busy, das ist irgendwie witzig. Take Note in schwarz-weiß, Entschuldigung, meine Stimme versagt, ist wirklich toll. Also, die Papiere sind echt genial. 5 Papiere diesmal, weil es ein bisschen gestrecktes Kit ist oder verlängertes Kit, wie man das jetzt sagen mag. Ganz tolle Farben, Kombi und schön pastellig auf der Rückseite, aber das hier lässt mein Herz höher schlagen.
dazu kommt wieder eine Karte und da steht Happy October Crafting. Ich finde das so schön, dass sie dann immer personalisierte Karten dazu schicken und die sind tatsächlich handgeschrieben, jede einzelne. Und dann waren diese 2x2 Inch Blöcke und das ist auch von Paige Evans von Pink Paisley und aus der Kollektion Truly Grateful. Und diese Dinge heißen Swatchbooks. Ich habe sowas noch nie verwendet. Die sind aber echt witzig. Man hat hier circa, da wäre irgendwo die Hälfte, glaube ich, ja. Also man hat zwei Sets von Designs. Hier eine und hier eine. Also alles hat man doppelt drinnen. Das heißt, dieses Pack heißt Truly Grateful Phrases. Also das sind so Wörter drinnen. Happy Day, Home Sweet Home. Und das Papier ist relativ dick. Es hört sich schon sehr dick an. Celebrate, tolle Farben auch. Love You So Much. Thank You Very Much. You Are Loved. Love. I Think You're Pretty Amazing. Magic and Wonder. Das ist so toll. Ich mag dieses, ich weiß nicht was es, das ist einfach wunderschön. Grateful, Shine, Hello, Happy, Happy, Happy Day, Right Now, Wishing You Good Luck, Stay Golden, Enjoy Your Day und ein Herzchen. Wirklich toll. Echt schön. Echt, echt schön. Damit kann man ja, Layouts gestalten, für Kartengestaltung, aber auch diese selbstgemachte Deko-Teilchen gestalten und das werde ich, glaube ich, damit ausprobieren. Das zweite Set ist Pattern Swatches und hier genau dasselbe, das gibt es alles zweimal. Ich glaube, da irgendwo macht es die, genau, also zweimal die gleichen Muster. Hoppla, war ich jetzt außerhalb vom Video. Äpfel, Pünktchen, Blümchen, grafische Muster, dann so 70er Jahr, wie sagt man, was sagt man dazu eigentlich, weiß ich gar nicht. So Streifchenmuster, so ein Zickzackmuster. Chevron hat das früher geheißen. Das finde ich persönlich ziemlich schwer von den Farben her, aber damit kann man sicher auch was gestalten. Schmetterlinge, weitere Pünktchen, Sternchen, Blümchen, Pünktchen. Oh, das ist auch lieb. Das sind kleine Birdies, kleine Vögelchen drinnen, Herzen. Das finde ich ganz toll mit den Bäumen. Und dann geht es wieder von vorne los. Also die haben 72 Stück, also das ist wahrscheinlich halb-halb aufgeteilt. Und dann hatte ich auch wieder von Office Hours von Pink Fresh Studio so eine gemischte Deko-Teil. Zu einem gemischten Deko-Teil-Set. Und da sind so 3D Deko-Teilchen, wo steht Just Start, Creative Process, Work, Dream, Plan, Do, Make Things Happen, Yes. Sind ganz toll. Und dann Enamel Dots und dann so ähnlich wie Enamel Dots, so, so glasierte Tabs oder so Kreischen. Ich weiß nicht, wie man die nennt auf Deutsch. Es fällt mir echt nicht ein. Aber die sind wirklich auch toll. Mit einer Uhr, schöne Farben. Echt cool. Mag ich sehr, sehr, sehr. Passt auch super zu dem Thema, zu dem Kids-Thema. Und dazu gab es noch Chipboard-Stickers von Office Hours, auch wieder von Pinterest Studio. Und das sind so dickere Embellishments, die ein bisschen Textur und Tiefe auf ein Layout oder auf Karten, wo auch immer man das dann verwenden mag, kreieren kann. Also, das ist mein Oktober-Kit. Wie gesagt, das ist ein Petit-Kit, aber mit etwas mehr Inhalt. Dafür war mein September-Kit etwas kleiner.
Also es variiert immer, was dazu kommt. Manchmal sind mehr Embellishments dabei, manchmal ist mehr Papier, manchmal ist eine Schablone und ein Stempel dabei. Dann ist natürlich von etwas anderem weniger dabei, damit es sich mit dem Preis schön ausgeht. Ich finde dieses Kit ganz, ganz toll. Ich freue mich schon, damit was gestalten zu können. Und wie gesagt, wie immer könnt ihr dann Projekte, die mit diesem Kit gestaltet sind, durch den ganzen Oktober auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Blog oder auf meinem Instagram-Account anschauen. Danke fürs Zuschauen und bis bald mit Projekten. Tschüss!